Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist Mittwoch, also für euch. Und wir werden wieder ein kleines Horrorspiel spielen von Chillers Art. Und das heißt Inonaki Tunnel. Den gibt es, oder Tunnel, den gibt es tatsächlich in Japan. Und der wird gerne aufgesucht, um dort Geistergeschichten nachzugehen. Beziehungsweise wurden dort wohl Leute verbrannt und tot aufgefunden. Ganz creepy. Ich habe keine Ahnung, was uns hier wartet, aber die Chillers Art Games gefallen mir irgendwie. Bin nur gerade am Überlegen, ob das letzte Woche mit diesem komischen Geistmädchen, mit dem niedlichen, auch ein Chillers Art. Das war klar. Nee, das war kein Chillers Art Game, das war ein anderes. Aber whatever, die haben mehrere solche Spiele von Chillers Art, deswegen, warum nicht spielen? Es ist sehr früh am Morgen, aber heute ist die Nacht der Nächte. Ich muss das tun. Es ist der einzige Weg, dass ich jemals berühmt werden kann. Sein Name ist Jake Paul. Hieß der so? Jake Paul hieß der, ne? Idiot. Absoluter Idiot. Wir haben ein Auto hier stehen. Mit dem Auto sind wir wahrscheinlich angekommen. So ein kleiner Elefantenrollschuh, einwandfrei. Reicht, bringt uns von A nach B. Exit. Nee. Wir sind ja gerade erst angekommen. So, ich habe hier schon mal ein bisschen alles eingestellt. Ich finde bloß ehrlich gesagt die Geräusche ein bisschen leise. Aber ich will es nicht zu sehr übertönen im YouTube. Weil sonst wird es am Ende zu laut. Okay, das sind wahrscheinlich Warnhinweise. Bitte nicht hier hingehen. Aber wir müssen berühmt werden. Und deswegen ist das der einzigste Weg, dieser Inonaki-Tunnel. Der einzigste Weg, um berühmt zu werden. Traurig ist das Leben. Hallo. Oh, was bist du denn? Was ist das denn? Der Camcorder? Ach, aktiviert seine Gesichtserkennung an allem, was irgendwie spirituelle oder starke spirituelle Energie hat. Wir haben hier irgendwas. Wir haben eine kleine Puppe in der Hand. Was können wir denn mit der machen jetzt? Wieso haben wir denn hier eine Puppe gefunden? Oh, warte mal hier. Es ist zu hart für mich, um da hoch zu klettern oder drüber zu klettern. Dieser Ton ist echt eklig. Wobei können wir nicht, okay. Haben wir hier irgendwas? Oh, hier. Press Q to drop the item. Warte mal, die droppen wir aber mal hier vorne. Das ist eine Puppe, eine von diesen japanischen Puppen. Cool, okay, die nehmen wir gleich mit. Ja, Gesichtserkennung ist alles schön und gut. So, können wir die mitnehmen, bitte? Ach, mit F können wir Taschenlampe an- und ausmachen? Ja, bitte. Okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Ich weiß nur, dass ich enorm trockene Hände habe und mich das echt nervt. Aber um famous zu werden, macht man... Hallo? Wir sind schon mittendrin im Tunnel. Es ist sinnvoller, ein bisschen mehr hier an der Seite zu gehen. Um vielleicht was zu sehen. Ich habe Annabelle dabei. Die bringt euch alle um, wenn ihr mir was tut. Die Geräuschkulisse ist cool. Hier liegt auch immer ein und dasselbe Paket rum, ne? Sieht der Inonaki-Tunnel denn wirklich so aus? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich würde gerne ein bisschen mich seitlich halten, weil ich dann so ein bisschen... Ich glaube, wir sehen hier dann ein bisschen besser was. Die Schritte hören sich auch an, als wäre hier immer noch jemand mit uns, ne? Aber wir haben Annabelle dabei. Unsere Puppe, die killt alle, wenn jetzt jemand erschrickt. Ist natürlich ungünstig, dass ich solche Spiele immer am hellerlichten Tag spiele.
Ich glaube, ich müsste mir das nachts mal antun und wäre das, glaube ich, mega mies von der Kulisse her, wenn es hier dunkel drin wäre. Aber ich habe das Problem mit der Ausleuchtung von der Kamera. Hallo? Dass es dann meine Facecam sehr dunkel ist. Deswegen nehme ich sowas auch immer im Hellen auf. Und weil ich vielleicht ein klein bisschen Angst habe. Genau, also es ist wegen der Ausleuchtung von der Kamera. Es ist auch wieder dieses langsame Laufen. Ich würde gerne ein bisschen... Oh, wir können schneller laufen. Ja, tatsächlich. Und schon. Das sieht freundlicher aus. Wir gehen hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Aber hier ist es ein bisschen heller. Wir finden auch gerade gar nichts. Was haben wir denn hier? Das ist ein kaputtes Auto. Ich stelle die mal ab, nur um zu gucken, dass ich hier nichts... Ach so, Kamera. Licht. Aber ist der Inonaki-Tunnel ein gesplitteter Tunnel? Weil das sind ja mehrere Wege hier. Ist nicht ein Tunnel einfach nur ein Tunnel? Da haben wir irgendwie einen Bug. Hier ist ein Schrein. Warte mal, ich will erstmal hier unten gucken. Ich könnte das benutzen, um den Weg freizuräumen. Ich brauche nur den Schlüssel. Okay, also wir können auch Sachen anklicken, ohne die Puppe abzusetzen. Das ist gut. Das ist gut, weil ich weiß halt nicht, ob wir die noch für irgendwas brauchen. Ich meine, der Schrein hier könnte danach aussehen, als würde die Puppe irgendwie hier hingehören, aber vielleicht hat die auch einfach nur jemand verloren und wir können sie einfach so mitnehmen. Aber meistens sind das halt Collectibles oder sowas. Da sind noch andere Schritte. Das ist genau wie mit dem japanischen Suicide Forest da, ne? Da ist ja auch... Da sind ja auch ganz viele schreckliche Dinge. Oh, guten Tag. Mal kurz, liegt hier was? Aber ey, wie ist da, ne? Da ist jemand... Wieso? Der müsste das anvisieren, so. Kann ich hier nicht rein? Oh. Looks like something used to be here. Maybe I can fix it. Was nochmal? Wollen wir uns das nochmal? Oh, hey. Am Ring ziehen? Jo. Da kommen wir wahrscheinlich rein, wa? Ich dachte, vielleicht gehört die Puppe hier drauf. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier in diesem Ring gezogen habe? Kann ihn auf jeden Fall nicht nochmal benutzen. Aber vielleicht ist er jetzt... Ja, hier ist die Tür aufgegangen. Hallo? Oh, hier. Der Hund in Shiraishis Haus... sieht irgendwie aus, als würde er sich für den heiligen Stein interessieren. Der Hund verfolgt jeden, der diese Stein irgendwie anrührt, ansieht. And one even came back with his calf muscle completely pulled apart. Was, der hat jemand einen Muskel rausgerissen? Selbst wenn Shiraishi es den versucht hat, diesen Stein da irgendwie anzupacken,
ist er immer zerbrochen. Das verstehe ich nicht. Wo ist meine Puppe? Das ist sehr laut. Wo ist meine Puppe, Gottverdammt? Ach, ich habe sie noch in der Hand. Okay. Was zum Teufel war das? Was visiert er denn hier an? Oh, hier. Best Food Drop Item. Achso, warte mal, den können wir vielleicht brauchen für hier hinten. Okay. Schnell die Puppe holen. Meine Puppe ist weg. Nein. Ah, nee, warte. Die schwebt in der Luft. Ich hab dich. Alles gut, Annabelle. Alles gut. Hier ist also nichts mehr. Oh. Hallo? Weißt du was, Annabelle? Warte mal. Ich weiß, du hast es nicht gern, aber ich finde, du bist hier in diesem Haus sehr sicher. Deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal hier stehen. So. Vielleicht können wir sie uns dann nochmal holen. Oder wir holen sie, bevor wir da durchbrechen. Oh, warte mal. Hier war ich aber noch nicht, oder? Ach doch, oh ja, das ist der Weg nach unten. Alles klar. Kann ich hier nicht einfach... Nee. Im Übrigen habe ich diesmal diesen Videorekorder-Effekt drin gelassen, weil ich den bei dem Spiel ganz passend finde, weil wir auch eine Videorekorder... Also weil wir halt auch aufzeichnen mit einem Videorekorder. Und da finde ich, es passt ganz gut und der ist nicht ganz so kriselig wie in Okaeri. So... Okay, wir können Annabelle noch holen. Schnell, 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 schnell. Sonst wird sie wütend. Annabelle wird wütend und dann wird das nichts mit unserem Fame hier. Annabelle! Die müssen auch denken, renn so ein beklopptes Weib, was berühmt werden will, durch diesen Inonaki-Tunnel mit einer Puppe in der Hand. Aber Annabelle ist auch eine Story, die tatsächlich wahr ist oder auf wahren Begebenheiten beruht. Aber ich finde die Puppe im Film zu der Puppe Original, was Original Annabelle ist, gar nicht so gruselig, muss ich sagen. Also die Original Annabelle-Puppe sieht eigentlich voll hübsch aus. Eigentlich so eine niedliche, knuffige Puppe. Noch nicht mal eine Puppe, ein Kuscheltier eigentlich. So eine Kuscheltierpuppe. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der hier machen soll. Vielleicht springt die mir dann auch noch ins Gesicht und reißt mir einen Muskel raus, wie der Hund mit dem Stein da. Keine Ahnung. Hier wächst sehr viel Grünzeug drin. Wenn das irgendwann mal zugewachsen ist, geht hier gar nichts mehr durch. Eine Warnabelle? Ein bisschen schneller laufen. Jetzt easy, so viel passiert gerade nicht. Hier ist wieder ein Auto. Wow! Das fährt von alleine. Okay.
okay, da war anscheinend jemand noch drin. Das ist vollkommen okay, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Hier ist ein Bus. Der steht aber auch schon ein bisschen länger hier. Oh, wir finden eine Nachricht wieder. Ein Origami-Schirmchen. Matsuda, denkt nicht gut über diesen Hund von den Shiraishi denkt, sein Land zu erweitern, aber dieser heilige Stein scheint im Weg zu sein. Mazda, was ist das, Matsuda oder Mazda? Ich glaube Mazda wird das ausgesprochen. Mazda weiß, dass der Hund im Weg von jedem stehen wird, der versuchen wird, diesen Stein zu wegzunehmen, zu wegzumachen. Halt. Er hat versucht, mit Shiraishi zu sprechen, aber er liebt diesen Hund so sehr, dass er nicht auf Mazda hört. Okay. Also irgendwas geht hier mit dem Hund noch ab. Vielleicht ist auch Annabelle unsere Puppe der Hund. Oder sie ist der Stein, das weiß ich nicht. Ach, warte mal, hätten wir ja auch... Okay, hätten wir auch rausgekonnt. Alles klar, nicht gesehen. Keine Ahnung, warum ich diese Puppe mit mir mitschleppe. Aber irgendwas sagt mir, dass ich sie mitnehmen soll. So, können wir ein bisschen schneller machen. Da hat es hier klimpert. Also irgendwie denke ich eher, dass hier noch Leute arbeiten einfach. Der eine, der hat sich halt kopfüber am Baum gehangen wie eine Fledermaus in Wuhan. Ne, und hat da abgehangen und gepennt. Easy. Oh, hi. Saito, 1987. Das war's? Mehr nicht? Okay. Wir sind auf... Sind wir auf einem Friedhof? Oder an einer Bushaltestelle? Kobayashi, 1942. Ich glaube, das könnte ein Rätsel oder sowas werden. Nakamura 1966. Looks like something used to be here. Nee, wir haben gewechselt. Also wieder so eine Statue. Yamamoto 1974. Okay, wir haben hier eine Uhr. Nee, was editen? Nee, wollen wir noch nicht. Das ist ein Rätsel und hier haben wir noch eine Nachricht. Die erste Person hier ist ertrunken by the hour. The first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Das war's schon? Die erste Person ist ertrunken in der Stunde. Die letzte Person ist verbrannt, lebendig verbrannt in der Minute. Annabelle, möchtest du noch mal kurz hier Platz nehmen, bitte? Du stehst da sehr gut. Es passierte, dass Shirais Hund mehr und mehr aggressiv und permanent angefangen hat zu bellen. Matsuda hat sich entschieden, den Stein selbst zu bewegen. Als Matsuda endlich versucht hat, diesen Stein zu wegzunehmen, der Hund fing der Hund an zu bellen und wollte nicht aufhören. Matsuda hat sich nicht unter Kontrolle oder seinen Ärger nicht unter Kontrolle behalten und hat den Hund mehrfach erstochen mit einem Speer. Des Hundes Geschrei war unerträglich. Als Shiraishi den Hund gefunden hat, war er mit Hass erfüllt. Und Matsuda bewegte den Stein einfach ohne irgendwas. Also ohne Problem. So, Stunde und Minute. Das mag ja alles sein. Mit der Stunde ist er ertrunken, mit der anderen ist lebendig gedingst. Aber wir haben ja hier nur... Ito 1940. Ach, der erste und der letzte. 1990 Sato. Aber wie kommen wir auf die Zeit?
Watanabe 1957. Diese Namen sagen mir alle was, aber das kann doch jetzt bloß. Kann jetzt auch bloß eine Einbildung. Oh, guck mal. Da haben wir es gefunden, da können wir das da mal draufschreiben. Vielleicht bringt uns das was. Mal, wo war das? Annabelle geht's noch gut. Annabelle geht's noch gut. Da hinten war das. Okay. So, was ist jetzt passiert, bitte? 1966. 42. 87. Also der hier ist bisher der älteste. Wieso ist hier... Na gut, das ist wahrscheinlich ein Straßentunnel oder so. Ja, ja, ich weiß, dass da die Annabelle ist. 61. Wir waren bei Paar 40. 78. 59. 1940. Das ist der älteste. Ito. Tanaka 1950. The first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Ito war 1940, ne? Wir müssen noch mal, ich muss noch mal kurz hier. 1966 fällt raus. 1942 fällt raus. 1987, wir haben aber 90er auch hier. 74. 91. 91. 91. 91. Okay, also haben wir die zwei. Das ist der erste, 1940. Na? Nee, sind das die Uhrzeiten? Nicht 1940, sondern 19.40 Uhr? Aber das geht auch nicht. 19.90 Uhr? Hm. Noch was anderes? Zutski 1991. Das ist, glaube ich, der älteste. Ich muss mir das, glaube ich, mal aufschreiben, ey. Doch keinen anderen Hinweis noch, ne? Also erst definitiv Ito ist der... Ito ist definitiv der am ehesten. Ich hab doch hier. Ito 1940. Und dann gab es noch 1990. Es gab noch einen mit 1991. Das war irgendwo hier.
1991. So. Aber ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt hier bringt, tatsächlich. Ito und Sutski. Sutski! Okay, der erste 19.40 Uhr, 1991, haut aber nicht hin. Doch nicht ganz genau, ne? The first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Was meint der damit? Ich verstehe es nicht. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Denn man sieht ja jetzt auch nicht wirklich, woran die gestorben sind. Und was der hier gemacht hat, wissen wir auch nicht. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwo irgendwas aufgegangen ist. Wir gucken mal. Häuslein hier ist auch zu. Okay. Ist hier hinten noch irgendwas? Weil ich glaube, ohne das Rätsel zu lösen, kommen wir jetzt auch nicht weiter. Ne? Nee. Wartet mal kurz, Leute. Ich guck mal schnell bei Steam rein. Wie ist das Spiel? Tunnel. Irgendwas mit Tunnel. So, Unity Hub. Diskussionen, Guides. Following the path leads to the graveyard. There's a puzzle. If you've been struggling with a puzzle and just want the answer, here it is. Ich will ja nicht einfach die Antwort. Ich will ja, ich meine, ich habe es jetzt schon gesehen. Ich will ja wissen, wie es geht. Also die Uhrzeit ist regulär kurz nach 4, also um 4. Aber warum? Der eine um 4, der andere 1940, 1991. Keine Ahnung. Es ist ja 16.01 Uhr im Endeffekt. Okay, ja, aber warum 16 Uhr? Ich meine, das ist ja schön, dass wir jetzt die Lösung haben. Aber warum 16 Uhr? Der erste, selbst ist ertrunken. Der stirbt in der Stunde, genau in der Stunde. Und der burned alive. The first person here drowned by the hour.
The last person was burned alive by the minute. Dann würde ich aber auch auf 1991. Also es ist egal, wie ich denke wahrscheinlich falsch. Okay. Egal, dann stellen wir eben die Uhr ein. Absolut keinen Sinn für mich. Und wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Und da sind wir gekommen. Und was hat uns das jetzt gebracht? Was hat uns das jetzt bitte gebracht? Warum haben wir das gemacht? Ich habe ein Achievement dafür gekriegt, ja. Gut, aber... okay, ich glaube, ich weiß, was es gebracht hat. Die Tür ist aufgegangen. Also wir mussten dieses Rätsel tatsächlich machen. Das Tor ist aufgegangen, hier ist nichts offen, ne? Nee. So. Oh, hallo. Die Telefonzelle. Annabelle, Moment. Kann ich hier irgendwie rein? Hallo, ich möchte bitte berühmt werden. Help me. Ja, genau, ich suche Hilfe. Hilfe, um berühmt zu werden. Ich steck fest, ich komme nicht mehr raus. Lass mich raus. Hallo? Help me! Annabelle, ich komme nicht mehr raus. Ich komme ja echt nicht mehr raus. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Oh, hey, deswegen hat es mich nicht rausgelassen. Weil du verdammt einen Jumpscare mit mir machen wolltest. Aber weißt du was? Ich habe Annabelle dabei. Oh, hallo Stein. Ich hab mich vor dem Stein erschrocken. Oh Gott. Oh Gott. Warte. Von da sind wir so. Was visiert der denn immer an? Diesen Handabdruck oder was? Wir haben Glühwürmchen hier anscheinend. Jetzt wird es aber echt mega dunkel hier. Wo ist denn die andere Seite der Wand? Jo. Jetzt kriege ich Gänsehaut tatsächlich mal. Wie weit können wir denn hier rein? Oh, hier ist ein Bar. Wir können aber nicht durch, okay. Und ich komme auch nicht mehr hier hoch. Doch, so ein bisschen. Okay. Wir sind wieder auf dem Weg. Something in the van. The door is stuck. Da ist eine Axt im Van. Was will ich denn mit der? Oh, hier. Lass mich doch bitte den Stock aufnehmen.
Da ist eine Axt drin. Gut, also hier kann ich jetzt auch nichts wirklich finden. Ne. Und hier rumkomme zu dem Ast. Ne. Was ist mit dem Stock hier? Jetzt kann ich die ganzen Stöcke nicht mitnehmen. Oh, hier. Alles klar. Oh, warte, wo ist der Weg hier? Mussten wir doch bis ganz. Da ist nämlich auch der Fluss dann. Annabelle, es tut mir leid, dich so lange allein gelassen zu haben, aber es ist lieb von dir, dass du auf mich gewartet hast. Sollen wir da jetzt wirklich stören? Okay. Da liegt doch noch was drin. Ist es der Hund? Da liegt der Hund drin. Das ist der Hund. Annabelle, du musst jetzt hier noch mal kurz warten. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit der Axt machen muss. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass Annabelle nicht wirklich gebraucht wird. Oh, hier. Was? Chop down the tree. Ja, bitte. Ich möchte den Holz hacken. Dann können wir Annabelle abholen. Ich glaube nicht, dass wir die Axt nochmal brauchen, oder? Ich hole jetzt nochmal Annabelle. Es tut mir leid, aber so viel Zeit muss sein. Sie hat uns den ganzen Weg jetzt begleitet. Um mich reich zu machen und berühmt. Annabelle! Oh, fein. Brauchen wir die Axt? Da lag echt der Hund in dem Auto drin. Den, mit den er mit der Axt erschlagen hat. So. Wir haben von diesem Hund noch vor, weil der lag doch aber tot im Dings. Hätte ich doch die Axt mitnehmen sollen. Okay, hier ist nochmal ein Dings. Wir sind ja in einem riesen Haus angekommen. Annabelle, möchtest du mal hier Platz nehmen an dem schönen Brunnen? Mal her, so. Guck mal, was machen wir mit dem Brunnen? Das Seil fehlt. Crank and Bucket. Also der, was ist denn ein Crank? Das Seil und der, wahrscheinlich der Haken und der Eimer. Die Annabelle wartet da auf uns. Oh, guck mal, wir haben Eimer.
Hey, das Spiel geht doch länger, als ich gedacht hätte. Aber ist egal, es wird halt dann ein längeres Let's Play. Dann ist das eben so. Aber ich splitte diese Spiele nicht auf in mehrere Folgen. Das mache ich nicht. So. Hier gibt es einen Pilz. Okay. Ich kann mit den Kerzen nichts machen. Wozu brauche ich denn dieses riesen Dingsbums? Diesen riesen Stamm? Keine Ahnung, ob ich den hierfür brauche. Ich lege das alles erstmal hier einfach ab. Wir müssen auch immer noch die Statue finden. Noch ein Bild. Okay. Haben wir da so einen Tempel oder sowas? Oh, hier können wir hoch. Cool. Das Lampen, die hier hängen. Das ist eine große Buddhistenglocke. It seems to be missing the lock used to ring it. Ah, okay. Was ist das hier? Achso, da kommt der Lock rein. Da muss ich den Lock noch holen. Okay, warte mal. Den haben wir doch hier. Dann, okay, dann brauchte ich den gar nicht für den Brunnen. Sondern... Die hier kommen mit. Kann noch Ausschau halten nach der Statuette. Was passiert denn aber, wenn ich die Glocke belle? Habe ich jetzt Ja gedrückt? Ah, das wird rausgeplumpst. Das ist der... Ach, der Griff war das. Aber heißt das nicht Händel? Oh, hier ist nur eine Nachricht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber alles, was ich vor mir sehe, ist eine total verwüstete, ein total verwüstetes Dorf mit schwarzen Wolken über uns. Viele bekannte Gesichter sind gefallen. Ich bin am Leben. Mit blutenden Füßen. Ich muss es aufnehmen, bevor es zu spät ist. Es wird dunkler und dunkler. Meine Vision ist verschwommen. Aber ist das nicht der Ort, wo Mazda den Hund getötet hat? Ich sehe Silhouetten in der Dunkelheit. Ist es menschlich? Nein, das ist... Der Rest ist in Blut gedingst. Okay, wir brauchen... Ich gucke mich nur hier so genau um, weil ich diese Statue noch brauche, ne? Und das Seil brauchen wir auch noch. Oh, das Seil ist hier. Okay, alles klar. Gut, na dann. Oh, was haben wir denn hier? Eine Schaufel? Und was ist das hier? Hast du jemals von einer Frau gehört, die Mitsuko heißt? Ich habe ihre Stimme gehört.
Ich weiß, du wirst mir nicht glauben, aber ich habe... Aber es stimmt. Hör zu. Sie muss diejenige sein, die immer wieder an den Jitsu-Statuen klopft. Sie hasst sie bis zum Tod. I buried one next to the shortest stone lamp. Ich habe eine vergraben an der kürzesten Lampe, Steinlampe, dass sie sie nicht findet. Ich werde dir dann später sagen... Ach, ich werde dir später verraten, wo ich die zweite versteckt habe. Sei sicher, dass du sie verbuddelst, wenn du den Rest findest. Wie jetzt? Okay, wir nehmen jetzt aber erstmal das Ding mit. Nee, warte mal, das ist die Schaufel. Zumindest ein Teil davon. Wir nehmen jetzt das Teil mit, dann holen wir das Seil und dann machen wir das erstmal mit dem Brunnen. Und dann werden wir wahrscheinlich den Rest... Die kürzeste. Wie sieht denn aber die kürzeste aus? Muss ich jetzt jeden nachmessen oder was? Oder was? Okay. Habe ich dran gemacht. Dann hole ich jetzt schnell das Seil. Hier. Die mit den kürzesten. Der hat auf jeden Fall mehr Säulendinger. Das könnte eine der kürzeren sein hier. Sie sind aber gleich hoch, ne? Nee, das ist eine... Naja, aber mal gucken. Wir gucken erstmal. Ah, okay. Okay. Eine Dreiviertelstunde. Das Spiel geht echt lang. Das Feuerzeug, wir müssen hoch zu den... Was hat mir das jetzt gebracht? Ja, ich glaube, hier gehe ich noch nicht lang. Was war das jetzt mit den Kerzen? Hier, 1, 2, 3, 4 Stufen. Ich glaube, das ist die kürzeste. Das ist die kürzeste. Bei der Treppe. Okay, wir müssen aber noch schnell die Schaufel holen. Glück jetzt auch da. Okay, haben wir denn hier eine komplette Schaufel oder ist das nur diese Halterung?
Also das ist schon die kleinste hier. Denke ich. Warte mal, ist unser Dings ausgegangen? Ja, hier steht noch irgendwo meine... Hier steht sie noch. Ist das Licht ausgegangen? Aber Annabelle passt auf den Brunnen auf. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Habe ich hier denn eine völlig... Ich habe hier eigentlich eine... Irgendwie... Okay. Jetzt taucht die ja aber auf, ne? Ich muss die ja jetzt eigentlich wieder verbuddeln. Und jetzt, sie sehen voll niedlich aus, diese Figuren. Und jetzt? Annabelle? Hat er jetzt dort den zweiten Hinweis wieder hingelegt oder wie oder was? Er hat doch irgendwas noch von der zweiten Statue erzählt. Ich kann die Nachricht nicht mehr lesen. Das Feuerzeug kann ich auch nicht mehr nehmen. Okay, anscheinend brauche ich das nicht mehr. Ja, dann... Annabelle, dann gehen wir weiter, ne? Hier ist ja jetzt nichts mehr. Den Gong haben wir gemacht. Aufgebuddelt haben wir auch. Die Kerzen haben wir angezündet. Ich weiß, sie mag das nicht, aber... Bis jetzt haben wir keine Probleme. Ist abgesperrt, wir können hier trotzdem lang. Ah, Nase krabbelt. Keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Wir sind wieder am Bach. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dort unten schon fertig war, weil wir haben ja die Statue gefunden. Ich weiß halt auch nicht, ob die Statue irgendwas machen. Oder ob man die einfach nur da draufstellen muss. Lang. Na gut, dann gehen wir eben wieder zurück. Ein bisschen einen schnelleren Schritt. Meine Güte, du spinnst schon echt eine Stunde fast. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lang geht, finde ich gut. Dann wird es eine sehr schöne lange Folge für euch. Zurück. Dann gehen wir immer hier lang. Die drohen uns da auch mit irgendeinem Mädel, was diese Statuen ne mag. Geist, was auch immer man es nennen will. Aber erscheint tut sie nicht. Ich glaube... Oh, hier geht's weiter im Inunaki-Tunnel. Ich glaube ja noch nicht so richtig, dass das, das schon war mit ihr. Und ja, wir laufen schon schnell.
Telefon. Call the police. Yes. Da kommen wir doch eh nicht durch bei der Polizei, oder? Die Polizei sollte jede Minute erscheinen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Und jetzt? Hallo, kann ich bitte, kannst du einfach weitergehen oder mal reingucken schnell, oder? Ihr seht sie hoffentlich, ne? Sie steht da unten am unteren Bildschirmrand. Okay, weiße Klamotten, schwarze lange Haare. Nicht mein Lieblingsgeist. In Horrorfilmen spielen, wie auch immer. Absolut nicht. Ah, ich wusste, dass das ist. Hallo? At Miyakawa Fukuoka, Keiichi Fujibu goes by the name of Horror of Keiichi 66 on a popular video streaming website. Shinshi Nedoga was reported missing on the night of October 27th. Wir sind also vermisst gemeldet worden, okay. The police was initially called by Fuji using the emergency roadside telephone near the entrance of Inunaki Pass, but on arrival there was no one there but a broken camcorder left on the ground. Wir sind also verschwunden. They were unable to recover the files in the camera and assumed he was in the middle of recording his video on the said website and looks to further investigation the area. Ja, wir haben ja untersucht das Ganze so ein bisschen. The local government plans to block the tunnels completely and add security cameras to ward off future trespassers. Also das Government, die Regierung möchte den Tunnel komplett schließen und Security-Kameras da reinbauen, um eventuell die Leute, die da durchkommen. Recording failed, Errungenschaft freigeschaltet. Bad Ending? Ich hab's Bad Ending gekriegt. Das heißt, es gibt auch noch ein gutes Ende. Aber hey, wisst ihr was? Das gute Ende könnt ihr selbst rausfinden, indem ihr euch das Spiel einfach selber holt. Ne? Das ist doch meine Idee. Doch, hat mir gut gefallen. Ein bisschen schade, dass diese Geistdame am Schluss dann gab, weil sonst der Hund anscheinend ermordet hat. Hätten wir die Axt mitnehmen sollen? Und die Puppe hat anscheinend keinen Sinn gehabt. Habe ich die bis... Doch, die Puppe habe ich bis zum Schluss... Nein, ich habe sie vom Telefon liegen lassen. Vielleicht war das das Problem. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und es ist locker eine Stunde jetzt gewesen. Super schönes Spiel. Aber ich muss hier noch Errungenschaften sammeln. Also vielleicht spielen wir es auch nochmal im Stream oder so. Vielleicht wäre das was für ein Stream, die ganzen Achievements noch zu sammeln für die Spiele. Obwohl, das ist eigentlich nur noch das und das von letzter Woche. Bei dem anderen habe ich sie ja alle gesammelt. Da habe ich eins noch offscreen gesammelt. Gut. Naja, was soll's. Ich hoffe, euch hat Inunaki-Tunnel gefallen. Und, euch gefallen so diese kleinen Horrorspiele, auch wenn die Folgen mal so ein bisschen länger gehen, so zwischen 35 und 60 Minuten, das ist aber vollkommen okay. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat das Spiel echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Spiel mit euch und hoffe, euch gefällt auch das. Also bis zum nächsten Mal.